Zeugnis über die Gleichnisse und die Realität der Geheimnisse des Himmelreichs. Werte Pastoren, Theologen und Gemeindemitglieder, die Sie an dem Shincheonji Online-Seminar teilnehmen, es freut mich, Sie zu sehen. Ich bin für die Moderation zuständig, Minjung Kim. Vergangene Stunde haben wir durch den Lehrer Tae-in Lee vom Andreas-Stamm über die Gleichnisse von Same, Acker, Baum und Vogel gemeinsam herausgefunden, dass von der Shincheonji-Kirche Jesu aus die Bedeutung der Gleichnisse und die wahre Wirklichkeit bezeugt werden kann, liegt daran, dass zunächst einmal die verheißene Zeit gekommen ist, sodass die Gleichnisse offen geöffnet werden und weil alle Geheimnisse des Himmelreichs, die verborgen gewesen sind, von dem Hirten der Verheißung an der Seite Jesu gesehen und gehört wurden, weil dieser Hirte hier ist. Heute können Sie die Bedeutung der Gleichnisse, die zum Schlüssel der Geheimnisse des Himmelreichs werden, und die Realität davon überprüfen. Und so hoffe ich, dass es eine Zeit für Sie wird, wo Sie kostbare Erkenntnis mitnehmen können. Dann wollen wir zunächst einmal mit einmütigem Herzen beten. Vater Gott, der du wahrhaftig und hochheilig bist, das Zeugnis über die Gleichnisse und die Realität der Geheimnisse des Himmelreichs, das Shincheonji Online-Seminar, dürfen wir in der ganzen Welt eröffnen, und für die Gnade, dass du uns das erlaubt hast, bringen wir dir wahrhaftig Dank und Herrlichkeit dar. Die jetzige Zeit erscheint zwar eine Sintflut des Wortes zu sein, aber die Realität ist, dass es eine Zeit geistlicher Hungersnot ist, sodass es so viele Seelen gibt, die sich nach deinem Wort, Gott, sehnen. In so einer Zeit hast du uns den treuen und klugen Knecht, den Boten Jesu, gesandt und erlaubst uns so die Speise zur rechten Zeit. Dafür danken wir dir. In dieser Stunde sind viele Menschen aus Sehnsucht nach deinem Reich, Gott, und um das zu erfahren, hierher gekommen. Darum gedenke du unbedingt an sie und erlaube du ihnen sehende Augen, hörende Ohren und erkennende Herzen, sodass, wenn die Worte der kostbaren Speise zur rechten Zeit vom Himmel her gegeben werden, alle das erkennen und dir, Vater Gott, Dank und Herrlichkeit darbringen und es eine gnadenvolle und bewegende Zeit werden kann, wirke du dafür. Anfang und Ende von diesem ganzen Ablauf vertrauen wir dir, Vater, an, und all diese Worte haben wir in dem Namen Jesu, der für unsere Sünden das Kreuz auf sich genommen hat, gebetet. Amen. Zeugnis über die Gleichnisse und die Realität der Geheimnisse des Himmelreichs. Heute werden wir Ihnen als sechste Stunde die Gleichnisse von Speise und Sauerteig bezeugen. Dann wollen wir den Lehrer Pomjin Kim vom Thaddäus-Stamm direkt nach vorne bitten, der uns heute die Worte verkündigen wird. Alle Pastoren, Theologen und Gemeindemitglieder aus aller Welt, die Sie auf das Himmelreich hoffen und ein Glaubensleben führen, es freut mich, Sie zu sehen. Sind Sie wohl auf? Ich habe unter den 12 Stämmen von Shincheonji von dem Thaddäus-Stammesleiter gelernt. Ich bin Centerlehrer Pomjin Kim. Unser Stammesleiter hat von dem Versammlungsleiter Manhi Lee von Shincheonji gelernt. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie heute auf diese Weise an dem Shincheonji Online-Seminar teilnehmen, als Zeugnis über die Gleichnisse und die Realität der Geheimnisse des Himmelreichs. Ich glaube daran, dass Sie durch dieses Seminar die wahre Bedeutung und die Wirklichkeit der Gleichnisse der Geheimnisse des Himmelreichs erkennen, dass es so eine kostbare Stunde für Sie wird. Um noch einmal eine wichtige Sache zu betonen, die Worte der Geheimnisse des Himmelreichs darf man nicht wortwörtlich verstehen, sondern die wahre Bedeutung, die in diesen Gleichnissen enthalten ist, muss man unbedingt wissen. Die Überschrift zu den heutigen Worten lautet Lektion 5, die Gleichnisse von Speise und Sauerteig. In der Bibel gibt es an Speise und Sauerteig groß gesehen zwei verschiedene Arten. Zunächst einmal gibt es fleischliche Speise und fleischlichen Sauerteig. Diese Speise ist das, was wir Tag für Tag essen, um am Leben zu bleiben, oder? Und in der Geschichte der Bibel können Sie an die Zeit von Mose denken, als dem Volk Israel, das aus Ägypten ausgezogen war, vom Himmel her Manna gegeben wurde. Und dieser Sauerteig, der lässt etwas aufgehen, er hat die Eigenschaft zu verändern.
Dementsprechend werden diese fleischlichen Eigenschaften als Gleichnis genommen. Was sind dann die Gleichnisse von Speise und Sauerteig? Darüber werden auch viele Pastoren genau Bescheid wissen. Aber da ich Ihnen in dieser Stunde das noch einmal bezeugen werde, wäre ich dankbar, wenn Sie gut zuhören. Wir möchten zunächst einmal uns die Antworten anschauen zu diesen Gleichnissen. Als erstes, was ist wohl das Gleichnis von Speise? Es steht für das Wort. Und was ist wohl der Sauerteig, der etwas verändert? Das ist Lehre. Warum auf die Gleichnisse so eine Antwort herauskommt, das werden Sie jetzt mit mir gemeinsam anhand der Bibel herausfinden. Dann wollen wir zu den heutigen Gleichnissen eine Bibelstelle lesen. Matthäus 24, Vers 45 bis 47 wollen wir gemeinsam lesen. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Was wir als Bibelstelle zu den Gleichnissen gelesen haben, die Worte von Matthäus 24, Vers 3 bis 7, wenn Sie dort schauen, da heißt es, dass es beim Wiederkommen des Herrn unter den Anzeichen Kriege und Hungersnöte geben wird. In der Zeit dieser Hungersnot gibt es einen treuen und klugen Knecht, sodass er für die Dienerschaft des Hauses des Herrn zuständig ist und Speise zur rechten Zeit austeilt. Wenn er das tut, dann wird, wenn der Herr kommt, dieser Knecht gesegnet sein. Mit dem Herrn hier ist Jesus gemeint und die Zeit, wo der Herr kommt, bezeichnet die Zeit der Wiederkunft des Herrn. Und der Knecht des Herrn steht für den echten Hirten. Das Haus des Herrn ist die Gemeinde Gottes, die Menschen davon stehen für die Heiligen. Aber warum ist es so, dass dieser Knecht, wenn der Herr kommt, Segen bekommt? Genau in der Zeit der Hungersnot gibt er ja die Speise eben zu dieser rechten Zeit aus und deswegen ist er gesegnet, oder? Liebe Heiligen, was bedeuten dann wohl diese Speise und die Hungersnot? Sind damit wohl eine fleischliche Hungersnot und eine fleischliche Speise gemeint? Wenn es so wäre, dann müssten unsere Pastoren in der Gemeinde nicht nur Worte verkündigen, sondern sie müssten dann umhergehen, um Speise zu besorgen, die sie doch dann den Heiligen der Gemeinde zu essen geben könnten. Was um alles in der Welt das für eine Speise ist, wäre es schön, wenn Sie das in dieser Stunde eindeutig erkennen. Dass wir Speise des Fleisches essen, ist enorm wichtig, denn das ist ja eine Frage nach Leben und Tod und darum sollten wir das auch umso gewisser in Erfahrung bringen. Zunächst einmal kann unser Fleisch ja nur leben, wenn es fleischliche Speise zu sich nimmt und so ist es auch bei unserem Geist. Nur wenn er die Speise des Geistes, nämlich Worte des Lebens, hört, kann er leben. Sprich, um das Leben aufrechtzuerhalten, wird was unbedingt benötigt? Speise. Und so braucht auch unsere Seele, um zu leben, unbedingt das Wort, diese Speise. Dazu dient dieses Gleichnis. Und auch bei der Speise unseres Fleisches, da gibt es ja Speise, die unserer Gesundheit und unserem Leben nützlich sind, aber es gibt auch schädliche Speise, die Ursache sein kann für Krankheiten und Tod. Genauso ist es auch bei der geistlichen Speise. Es gibt Speise Gottes, die unseren Geist lebendig macht, und es gibt Speise von Satan, die unseren Geist sterben lässt. Warum ist es wohl so, dass es auf diese Weise zwei Arten von geistlicher Speise gibt? So wie Sie auch dran gehört haben, gibt es in der geistlichen Welt zwei Wesen, nämlich Gott und Satan. Und deswegen gibt es auch diese Unterteilung in zwei verschiedene geistlichen Speisen. Das haben Sie, denke ich, gut nachvollziehen können. So, diese geistliche Speise, die Gott gibt, was ist das dann wohl für eine Speise? Wenn Sie in Jeremia 15, Vers 16 schauen, da wird gesagt, die Worte von dir habe ich gegessen und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Wir sehen hier, dass gesagt wird, dass Gottes Worte gegessen werden.
Das heißt also, in der Bibel werden diese Worte im Gleichnis als Speise bezeichnet, oder? Die Speise des Fleisches essen wir zwar mit dem Mund, aber die Speise des Geistes, das Wort, essen wir also, indem wir es über die Ohren hören. Warum wird dann aber wohl Gottes Wort auf diese Weise im Gleichnis als Speise bezeichnet? Um das herauszufinden, wollen wir die Worte von Jesaja 55, Vers 1 bis 3 gemeinsam lesen. Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und eure Seele wird leben, und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Gott sagt Folgendes: Ihr Durstigen, kommt zum Wasser, und die wahre Speise, die Gott gibt, diesen Wein und die Milch, das soll man auch noch ohne Kaufpreis kaufen. Aber diese Speise bezeichnet nicht fleischliche Speise, fleischlichen Wein und fleischliche Milch. In Vers 3 sehen wir, dass gesagt wird: Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört. Dann wird eure Seele leben, wird hier gesagt. Man soll seine Ohren neigen und über die Ohren das in sich aufnehmen. Und das, was dann den Geist lebendig macht, ist dann eben nichts anderes als das Wort Gottes, oder? Das heißt, das Wort Gottes wird hier im Gleichnis bezeichnet als Wasser, Wein und Milch. So, wenn man diese Worte also hört, indem man seine Ohren dem zuneigt und das hört, was passiert dann? Es wurde gesagt, die Seele wird leben, oder? So wie die fleischliche Speise das Fleisch lebendig macht, so ist es letzten Endes auch bei den Worten Gottes, die man über die Ohren in sich aufnimmt, dass diese unseren Geist lebendig machen. Und deswegen wird Gottes Wort eben im Gleichnis als Speise bezeichnet. Das heißt, beim ersten Kommen Jesu, was war dann die Speise Gottes, die den Geist der Menschen lebendig gemacht hat? Über die Speise des Lebens beim ersten Kommen wollen wir jetzt schauen. Zunächst einmal wollen wir dafür die Worte aus Johannes 6, Vers 48 bis 51 gemeinsam lesen. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon isst und nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Jesus sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Und er sagt: Eure Vorfahren haben in der Wüste Manna gegessen, sind aber trotzdem gestorben. Aber Jesus selbst, sprich, das Brot des Lebens, wer das isst, der wird ewig leben, hat er gesagt. Und in den Worten ab Vers 53 fortfolgende, da sagt Jesus, dass man das Fleisch und Blut Jesu zu sich nehmen muss, um ewig zu leben. Aber wie können wir Jesu Blut und Fleisch zu uns nehmen? Heißt es wohl, dass man wortwörtlich das Blut von Jesus trinken und sein Fleisch essen sollte? Nein, oder? Jesus meint ja nicht sein fleischliches Fleisch und Blut, nicht fleischliche Speise, sondern die Worte Jesu sollte man hören und so zu sich nehmen, dann hatte man Leben, meint er damit. In Johannes 6, Vers 63 heißt es, das, was lebendig macht, ist der Geist. Das Fleisch ist zu nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben, hat er gesagt. Darüber hinaus sagt Apostel Petrus in Vers 68, Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Wohin oder zu wem sollten wir gehen, hat er bekannt, oder? Auf diese Weise hat Jesus uns hier also aufgezeigt, macht er uns klar, wie kostbar die geistliche Speise ist. Und so sehen wir in Johannes 6, Vers 27, dass er sagt, man soll nicht für die vergängliche Speise arbeiten, sondern man soll
Wir können für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben. Das heißt also, wenn man diese Speise zu sich nimmt, dann lebt man ewig, oder? Eine Speise zum ewigen Leben. Gibt es da vielleicht noch etwas, was Ihnen dazu einfällt? Ja. In 1. Mose 3, Vers 22, da hieß es, wenn man von der Frucht vom Baum des Lebens isst, dann lebt man ewig, oder? Durch diese Speise kann man das, was man als Mensch überhaupt nicht erreichen konnte, die Hoffnung ewigen Lebens dann bekommen. Auf diese Weise wird im Gleichnis über das Wort Gottes, die Speise Gottes gesprochen und wie kostbar diese Worte des Lebens sind, dass wir das alles nochmal neu erkennen, das würde ich uns allen wünschen. Was ist dann die Speise des Lebens, die wir heutzutage essen müssen? Zunächst einmal gibt es das tägliche Brot, das Jesus uns in dem Vaterunser aufzeigt. Das wollen wir zuerst anschauen. In Matthäus 6, Vers 11 sehen wir, da wird gesagt, gib uns heute unser täglich Brot. So soll man beten, hat er gesagt. Werte Heiligen, als Sie dieses Vaterunser auswendig gelernt haben, was haben Sie da gedacht? Haben Sie da nicht an fleischliche Speise gedacht? Ach, bei mir war es so, als ich das noch nicht wusste, da war es so, dass ich das so verstanden habe, aber in Matthäus 6, Vers 31 bis 32, da wird gesagt, man soll sich keine Sorgen darüber machen, was man essen oder was man trinken soll. Fleischliche Speise zu erbitten, das ist etwas, was nur die Nationen, die Heiden tun, hat er gesagt. Das bedeutet, also man soll nicht nach so einer fleischlichen Speise fragen. Was ist dann dieses tägliche Brot, um das man im Vater unser bitten soll? Ist das fleischliche Speise? Nein, oder? Sondern damit wurde letzten Endes gesagt, dass man geistliche Speise erbitten soll. Insbesondere das, was hier als täglich, als heute bezeichnet wird. Zu dieser festgelegten Zeit gibt es also in dieser letzten Zeit dann Speise, die man essen kann. Und darum soll man eben bitten, dafür beten. Der Grund dafür ist, dass in der letzten Zeit, so wie auch in der Bibelstelle Matthäus 24 vorkommt, dann diese Hungersnöte zustande kommen. Was ist das dann für eine Hungersnot in dieser letzten Zeit? Um das herauszufinden, wollen wir die Worte von Amos 8, Vers 11 gemeinsam lesen. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, Herr, da sende ich Hunger ins Land, nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach, die Worte des Herrn zu hören. In Amos 8, Vers 11 wird gesagt, es kommen Tage, wo eine Hungersnot in dieses Land gesandt wird. Aber es ist nicht ein Hunger, weil es keine Speise gibt und auch kein Durst, weil es kein Wasser gibt, sondern weil man die Worte des Herrn nicht hören kann, ist das so eine Hungersnot, das heißt eine geistliche Hungersnot, die kommen wird. So wie auch die Speise als Gleichnis für Speise des Geistes stand, so ist es auch bei dieser letzten Zeit so, dass es diese Hungersnot gibt und das bezeichnet eben eine geistliche Hungersnot. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist das nicht sehr merkwürdig? Die Speise des Geistes, das Wort Gottes, das ist ja über die Zeit hinweg eher noch mehr in der Welt bekannt geworden und verbreitet worden. Und heutzutage sieht man doch auch, wenn man in christliche Buchhandlungen geht, dass da es förmlich überzusprudeln scheint vor geistlicher Speise. Warum wird dann aber wohl gesagt, dass eine Hungersnot kommt? Wenn wir schauen in Jesaja 29, Vers 11 bis 13, können wir den Grund dafür finden. Dieses Gesicht, sprich die Vorhersage, sind wie die Worte eines versiegelten Buches, sodass weder Verständige noch Unverständige, niemand das wissen kann. Und mit den Lippen ist man zwar nahe beim Herrn und respektiert ihn, aber vom Herzen her ist man weit weg von Gott, wurde gesagt, sodass man nicht Gottes Gebote, sondern nur anhand von Menschengeboten lehrt und lernt, wurde gesagt. Darüber hinaus haben wir die repräsentative prophetische Schrift des Neuen Testaments, die Offenbarung, wenn man da in Kapitel 5, Vers 1 bis 3 schaut, da gibt es in der Hand Gottes ein Buch, aber es heißt, dass es mit 7 Siegeln versiegelt ist. Das Problem ist, niemand, weder im Himmel noch auf Erden, kann dieses Buch öffnen oder anblicken. Was ist dann wohl dieses versiegelte Buch? Das ist eben das, was in Gleichnissen und mit 7 Siegeln versiegelt wurde und 2000 Jahre lang verkündigt wurde, die Worte der Offenbarung.
Wie haben wir dann wohl bis jetzt unseren Glauben gelebt? Da wir den Willen Gottes nicht genau kannten, waren wir doch wie finstere Nacht, oder? Und darum gibt es so viele Theorien, die aus Menschengedanken entstanden sind. Solche Auslegungsbücher, solche Kommentare, die hat man dann durchwälzt und so einen blinden Glauben gelebt, oder? Und deswegen kann man doch sagen, dass die heutige Zeit eine Zeit geistlicher Hungersnot ist, oder? Was müssen wir dann tun in so einer Zeit des geistlichen Hungers? Man muss doch dann diese Speise zur rechten Zeit suchen und erbittern, oder? Ich möchte nochmal eingehen auf die Kerninhalte der Bibelstelle, die wir heute gelesen haben, zu dem Gleichnis. Als erstes, da gibt es ja diese Speise zur rechten Zeit, die die Heiligen zur Zeit des Wiederkommens des Herrn gemäß Matthäus 24 essen müssen. Aber was sind das wohl für Worte? Und als zweites, diese Speise wird ausgeteilt von einem treuen und klugen Knecht. Aber wer ist dann dieser wahre, dieser echte Hirte? Das müssen wir unbedingt herausfinden. Zunächst einmal ist es so wie in Matthäus 24, Vers 7, in der Zeit geistlichen Hungers so, dass Speise zur rechten Zeit ausgeteilt wird. Und diese Speise müssen wir also unbedingt essen. Wie wir in der Bibel gesehen haben, lassen sich die Inhalte der Bibel unterteilen in Geschichte, Lehre und Prophezeiungen. Darunter sind die Inhalte, die sich eben ereignen, wenn die Zeit gekommen ist, wo es sich erfüllt, die Prophezeiungen. Diese Speise zur rechten Zeit ist also genau das, was dann in der Zeit, wo die Prophezeiungen sich erfüllt haben, das, was bezeugt wird, nämlich über die Prophezeiungen und bis hin zur Realität, die sich nach diesen Vorhersagen erfüllt hat. In der Zeit, wo sich die Prophezeiungen erfüllt haben, muss man dann also das Erfüllte hören und wissen, oder? Und das bezeichnen wir als offenbarte Worte. Offenbarung besteht ja aus den Worten für öffnen und zeigen. Das bedeutet, die Vorhersage, die in Gleichnissen versiegelt war, erfüllt sich jetzt, sodass eine Wirklichkeit erscheint, wodurch das nicht mehr ein Geheimnis ist, sondern geöffnete Worte werden dann bezeugt. Diese Worte sind genau das, was wir in der heutigen Zeit essen müssen, damit wir errettet werden, die wahre Speise. Und diese Speise ist genau das, wovon auch im Vaterunser die Rede ist, das, was wir heute erbitten sollen als tägliches Brot. Dann wollen wir im Anschluss schauen, wer dieser treue und kluge Knecht ist, der diese Speise zur rechten Zeit austeilt. Um das herauszufinden, wollen wir die Worte von Offenbarung 2, Vers 17 mal gemeinsam lesen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Wenn wir in Offenbarung 2, Vers 17 schauen, da heißt es, dass verheißen wurde, dass Jesus in der Zeit der Erfüllung der Offenbarung dem, der überwindet, verborgen gewesenes Manna gibt. Verborgen gewesenes Manna bezeichnet ja Speise, sprich Wort. Bis jetzt war das aber also versiegelt gewesen. Und das sind dann eben die Worte der Geheimnisse des Himmelreichs, die in Gleichnissen verborgen gewesen sind. Die heutige Zeit ist eine Zeit, in der sich die Vorhersagen der Offenbarung erfüllen, sodass es in Realität erscheint und die Worte, die versiegelt waren, eröffnet werden, oder? Da es in Gleichnissen verborgen war, aber geöffnet worden ist, können wir das als offenbarte Worte bezeichnen. Und das ist genau die Speise zur rechten Zeit, die in Matthäus 24 gegeben wird. Aber was wurde gesagt? Wem hat Jesus diese Speise gegeben? Es wurde gesagt, dass er das dem, der überwindet, gibt. Wer ist denn wohl dieser Überwinder? Was bedeutet das? Gegen wen hat er gekämpft und überwunden? Später werden Sie das zwar noch genauer hören, aber das hier bezeichnet den Überwinder, der gegen die Schar von Satan gekämpft und überwunden hat. Und der Überwinder bekommt dann das verborgen gewesene Manna und isst das. Dieses Manna ist doch dann Speise, die vom Himmel herkommt, oder? Aber wenn wir in den Worten von Offenbarung 10 schauen, da gibt es ein geöffnetes Buch, das vom Himmel herkommt,
Und es erscheint der neue Johannes, der dieses Buch zu essen bekommt. Das bedeutet, dieser neue Johannes, er wird doch dann zu diesem Überwinder, der das verborgen gewesene Manna zu essen bekommt, oder? Und der neue Johannes, der dieses geöffnete Buch zu essen bekommen hat, er wird in Offenbarung 22, Vers 16 zu den Gemeinden gesandt. Es ist der Engel, der Bote Jesu wird dort gesandt. Werte Pastoren und Heiligen auf der ganzen Welt, auf diese Weise gibt es also den treuen und klugen Knecht, der die Speise zur rechten Zeit austeilt, das verborgen gewesene Manna, der das geöffnete Buch zu essen bekommen hat, der Überwinder, der neue Johannes, der Bote Jesu, meinen Sie, er ist schon erschienen? Wenn er erschienen ist, dann müssen wir doch unbedingt diesen Hirten suchen und auch treffen, oder? Alle, die gerade diese Worte hören, dass sie unbedingt diesen treuen und klugen Knecht treffen und diese kostbare Speise zur rechten Zeit mit uns essen und an ihre Hoffnung ankommen, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Bis jetzt haben wir uns mit der Speise Gottes befasst. Im Anschluss wollen wir auch mehr herausfinden über die Speise von Satan. Es ist etwas, was wir auf keinen Fall essen dürfen. Die Speise Satans, die gibt es also auch. Zunächst einmal sehen wir in den Worten von Sprüche 4, Vers 17 und Malachi 1, Vers 7, dass es Brot der Ungerechtigkeit, unreines Brot gibt, also auch so eine Speise. Es ist zwar schon Brot, aber es ist Brot der Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit bedeutet ja, es ist nicht gerecht. Ja, aber was gibt es schon an fleischlichem Brot, das nicht gerecht wäre? Damit ist ja dann also geistliches Brot gemeint, oder? Geistliche Speise. Das heißt, selbst unter geistlichen Speisen ist hier Satansspeise gemeint. Was ist dann diese Speise Satans? Gottes Speise ist das Wort Gottes, sprich die Wahrheit gewesen. Das heißt, das, was von Satan ist, ist dann das Gegenteil davon, oder? Nämlich die Worte von Satan, nicht Wahrheit, sondern Unwahrheit ist dann damit gemeint. In der Erfüllungszeit der Offenbarung ist es wie in Offenbarung 17 und 18 so, dass mit dem Wein der Unzucht alle Nationen zu Fall gebracht worden sind. Was gibt es schon an fleischlichen Weinen für Wein der Unzucht? So etwas gibt es ja nicht. Das heißt, auch das ist wieder geistliche Speise. Und es wurde ja als Wein der Unzucht bezeichnet, das ist Satans Speise, sprich Unwahrheit. Das ist so wie bei Auslegungen, bei Kommentarlehren. In die Worte Jesu wurde also das von der Welt hineingemischt und deswegen wird es als Wein der Unzucht bezeichnet. Wenn man das anhand der Zeit der Schöpfung betrachtet, dann kann man das auch als Frucht des Guten und Bösen bezeichnen, wo das Gute und das Böse miteinander vermischt sind. Das heißt, wir müssen die Bibel als Maßstab nehmen und anhand dessen Menschen werden, die dann die Speise des Geistes gut unterscheiden können. Was Gottes Speise ist und was Satans Speise ist, das müssen wir eindeutig unterscheiden, oder? Wie können wir das dann unterscheiden? Wir lesen dazu mal die Worte aus Hiob 34, Vers 3 bis 4. Denn das Ohr prüft die Worte und der Gaumen kostet die Speise. Lasst uns nun prüfen, was recht ist. Lasst uns untereinander erkennen, was gut ist. Ja, in den Worten, die Sie gerade gelesen haben, da heißt es, dass der Gaumen die Speise kostet und genauso sollen wir die Worte mit dem Ohr hören und unterscheiden. Wir müssen also zunächst einmal die Worte der Bibel gut erkennen und diese Bibel als Maßstab nehmen, die Worte, die bezeugt werden, gut hören und das unterscheiden. Was ist die wahre Speise, die wir in dieser Zeit zu essen haben? Das sollten wir gut unterscheiden. Die Speise zur rechten Zeit, die Speise des Lebens essen und auch alle an der Errettung ankommen. Das wünsche ich Ihnen allen. Als nächstes wollen wir dann uns das Gleichnis von Sauerteig anschauen. Zunächst einmal lesen wir dazu eine Gleichnis auf der Bibelstelle, Matthäus 13, Vers 33. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. In Matthäus 13, Vers 33, da wird gesagt, dass das Himmelreich letztlich einem Sauerteig gleicht, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war.
Die fleischlichen Eigenschaften von diesem Sauerteig sind ja zunächst einmal, dass es etwas aufgehen lässt und verändert. Das Himmelreich wird hier mit einem Sauerteig verglichen. Das ist, damit wir in das Himmelreich eingehen können, müssen wir unbedingt also verändert werden. Darum müssen wir dann zuerst wissen, was dieses Gleichnis vom Sauerteig bedeutet. Und darüber hinaus müssen wir uns dann also auch bemühen, verändert zu werden. In dem Text, da heißt es, dass eine Frau in 3 Maß Mehl diesen Sauerteig hineingibt und das dann durchsäuern lässt. Was bedeutet das wohl? In Galater 4, Vers 19 sehen wir, dass solche Hirten wie Paulus im Gleichnis als Frauen bezeichnet werden. Das heißt, eine Frau als Gleichnis steht für einen Hirten und dieses Gefäß, das steht für das Herz eines Menschen. Das sind Inhalte, die Sie dann in der nächsten Stunde hören werden. Das heißt, dieser Hirte, der im Gleichnis als Frau bezeichnet wird, er gibt in die Herzen der Menschen Sauerteig hinein und lässt das dort aufgehen, oder? So, was dann die wahre Bedeutung von diesem Gleichnis von Sauerteig ist, was hier in diesem Wort am wichtigsten ist, das wollen wir gemeinsam herausfinden. Wir lesen dazu Matthäus 16, Vers 6 bis 12. Jesus aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Sie aber überlegten bei sich selbst und sagten, das sagt er, weil wir keine Brote mitgenommen haben. Als aber Jesus es erkannte, sprach er, was überlegt ihr bei euch selbst, Kleingläubige, weil ihr keine Brote habt? Versteht ihr noch nicht? Erinnert ihr euch auch nicht an die 5 Brote der 5000 und wie viele Handkörbe ihr aufhobt? Auch nicht an die 7 Brote der 4000 und wie viele Körbe ihr aufhobt? Wie versteht ihr nicht, dass ich nicht von Broten zu euch sprach? Hütet euch aber vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig der Brote, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Jesus sagte damals zu den Jüngern, dass sie sich vor den damaligen falschen Hirten, den Pharisäern und Schriftgelehrten, vor deren Sauerteig in Acht nehmen sollten. Und da dachten die Jünger an Sauerteig vom fleischlichen Brot. Aber Jesus sprach nicht darüber, sondern er sprach über etwas Geistliches, nämlich über die Lehre der falschen Hirten, dass sie sich davor hüten sollten. Ihre Lehre, wie war sie, dass er gesagt hat, dass sie sich davor in Acht nehmen sollten? Wenn wir in Lukas 12, Vers 1 schauen, da heißt es, dass der Sauerteig der Pharisäer eben Heuchelei ist. Heuchelei bedeutet also nach außen etwas vorgeben, sich mit etwas schmücken. Es geht also um heuchlerische Lehre, womit man nur äußerlich etwas zeigen wollte. Warum er das so sagte, ist wie in Jesaja 29, Vers 13, dass sie zwar die Gebote Gottes kannten, nicht kannten, aber lediglich anhand von Menschengeboten lehrten und lediglich in Überlieferungen und Traditionen versunken waren. Das heißt, wenn man so eine Lehre annimmt, dann werde auch ich selbst dann unbewusst zu jemandem, der dann Menschengeboten folgt und ein oberflächliches, formelles Glaubensleben führt. Und deswegen hat Jesus gesagt, dass man sich vor diesem Sauerteig in Acht nehmen soll. Wir ordnen das nochmal. Geistlicher Sauerteig steht also dementsprechend für Worte der Lehre, die das Herz eines Menschen verändern. So, wie viele Arten von diesem geistlichen Sauerteig gibt es denn wohl? So wie es auch bei der geistlichen Speise 2 verschiedene Arten gab, so ist es auch bei dem geistlichen Sauerteig. Da gibt es 2 verschiedene Arten, nämlich den Sauerteig Gottes und den Sauerteig Satans. Der Sauerteig Gottes, der verändert unser Herz hin zu Gottes Gestalt. Satans Sauerteig aber lässt unsere Herzen, unsere Gemüter in die Gestalt Satans verkommen. Ab jetzt wollen wir anhand der Bibel diese 2 Arten von Sauerteigen überprüfen. Wenn Sie zunächst einmal in Markus 1, Vers 21 bis 22 schauen, da hat Jesus in Kapernaum in Galiläa das Wort gelehrt und da
erstaunen die Menschen alle über die Lehre Jesu, weil seine Lehre nicht so war, wie die Lehre der Schriftgelehrten, steht dort geschrieben. Und in Matthäus 1, Vers, in Markus 1, Vers 27, da wurde gesagt, dass die Lehre Jesu eine mächtige neue Lehre war. Das heißt, nicht so wie das, was die falschen Hirten wie die Pharisäer und Schriftgelehrten gaben, so einen Sauerteig Satans gab es, aber es gab dann auch nochmal das, was Jesus gegeben hat, neue Lehre, sprich neuen Sauerteig, Sauerteig des Himmelreichs können wir daran erkennen. Satans Sauerteig ist gemäß 1. Korinther 5, Vers 8 Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit und es wird auch als alter Sauerteig bezeichnet. Sprich, das, was in Traditionen und Überlieferungen versunken ist, das, was anhand von Menschengeboten gelehrt wird. In Epheser 4, Vers 21 bis 24 sehen wir darüber hinaus, wie, womit wir verändert werden müssen. Das wird dort gut erklärt. Man soll nicht den Begierden der Versuchung folgen und soll seine alte Gestalt, die vergänglich ist, den alten Menschen ausziehen und lediglich von Herzen erneuert werden und zur Heiligkeit der Gerechtigkeit und der Wahrheit geschaffen werden. Das heißt, zu neuen Menschen Gottes werden, das anziehen. Das heißt, das, was uns zu neuen Menschen verändert, so einen Sauerteig der Wahrheit, also auch Gottes Sauerteig gibt es. Aber das, was wir auf keinen Fall hören dürfen, so eine Lehre gibt es auch. Dazu lesen wir einmal gemeinsam die Worte von Sprüche 19, Vers 27. Hör auf, mein Sohn, Zucht anzuhören, um dann abzuirren von den Worten der Erkenntnis. Mein Sohn, Zucht sollst du dir nicht anhören, die dich abirren lässt von den Worten der Erkenntnis. Das bedeutet, es gibt zwar auch Worte der Erkenntnis von Gott, die wir hören sollen, aber es gibt auch eine Zucht, eine Lehre, die uns also von den Worten Gottes distanziert. Das heißt also, es gibt auch Sauerteig von Satan, vor dem wir uns in Acht nehmen müssen, oder? Auch beim Wiederkommen des Herrn sehen wir gemäß Offenbarung 2, Vers 14 bis 15, dass da auch der Rede davon ist, dass es Sauerteig von Satan, sprich Sauerteig der Unwahrheit gibt. Das heißt, heutzutage, wenn man da ein Heiliger ist, der in der Zeit des Wiederkommens des Herrn lebt, muss man dann unbedingt wissen, was dieser Sauerteig ist und muss das dann auch gut unterscheiden. Um das noch einmal zusammenzufassen, Gottes Sauerteig ist die Lehre Gottes. Wenn wir das annehmen, dann wird unser Herz zu Gottes Gestalt und Bild verändert. Satans Sauerteig wiederum ist Satans Lehre. Wenn man das annimmt, dann wird also der Geist, das Herz von diesem Menschen zu Satans Gestalt und Bild verkommen. Die Lehre, die unser Herz verändert, ist also dieser Sauerteig, die Lehre. Je nachdem, was für eine Lehre von wem man dann bekommt, wird man dann zu dieser Gestalt dann auch verändert. Davon hängt es ab. Das heißt, wir müssen unbedingt Gottes Sauerteig bekommen, oder? So, wer war dann wohl der wahre Hirte beim ersten Kommen, der mit Gottes Sauerteig das Herz verändert hat? Und beim Wiederkommen des Herrn, wer ist da der wahre Hirte, der unseren Geist, unsere Seele, unser Herz verändern kann? Wir wollen im Anschluss dann mal ordnen, was es mit diesem Sauerteig des Himmelreichs und den wahren Hirten auf sich hat beim ersten und beim Wiederkommen. Zunächst einmal war der wahre Hirte, der beim ersten Kommen mit Gottes Sauerteig das Herz verändert hat, eben niemand anderes als Jesus. Und das, was Jesus verkündigt hat, diese Worte der Lehre, waren eben der Sauerteig des Himmelreichs. Das ist gerade so, wie auch gesagt wird, dass es die Zeugnisse sind über die Feiersagen und die erfüllte Realität des Alten Testaments. Und durch diese bezeugten Worte konnten die Jünger Jesu dann zu Kindern des Himmelreichs wiedergeboren werden. Dann wollen wir uns als nächstes das Wiederkommen des Herrn anschauen. Wenn wir zunächst einmal schauen in Lukas 17, Vers 26 bis 30, da wird gesagt, das Wiederkommen des Herrn ist wie in den Tagen Noahs und wie in den Tagen von Lot. Das heißt, auch in der heutigen Zeit beim Wiederkommen des Herrn sehen wir in der Geschichte der Bibel, dass es wie damals nur wenige gibt, die glauben und gerettet werden. Damit wir errettet werden, müssen wir die Worte der Lehre, den Sauerteig des Himmels, unbedingt hören, oder?
Zunächst einmal ist der wahre Hirte, der beim Wiederkommen diese Worte der Lehre bezeugt, der da auch in der heutigen Bibelstelle vorkam, der das Wort gibt, der treue und kluge Knecht, sprich der Bote, der für die Gemeinden gesandt worden ist von Jesus. Und diese Worte, die durch diesen Hirten bezeugt werden, die Worte und Lehre, müssen wir also unbedingt hören. Das sind dann die offenbarten Worte, die die Vorhersagen des Neuen Testaments und die erfüllte Realität davon bezeugen, oder? Diese Worte lassen uns in der heutigen Zeit zu Kindern des Himmelreichs wiedergeboren werden. Es ist also Speise des Himmelreichs. Wenn wir solche Worte der Lehre des Himmelreichs hören, was für ein Herz sollten wir wohl dabei haben? Ja, dass wir verändert werden und wiedergeboren werden wollen. So ein Herz brauchen wir unbedingt. Angenommen, ich habe in meinem Glaubensleben etwas falsch gewusst oder falsch getan, dann sollte ich doch getrost das, was falsch ist, verwerfen und die Wahrheit annehmen und aufs Neue verändert werden. Mit so einem Mut und so einem Glauben sollten wir alle an der Hoffnung des Himmelreichs eingehen, dass wir alle zu solchen Hauptfiguren werden. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Dann wollen wir die heutigen Worte insgesamt nochmal ordnen. Zunächst einmal handelt es sich bei Gottes Speise um das, was unseren Geist lebendig macht. Es sind die wahren Worte der Wahrheit. Satans Speise wiederum ist das, was unseren Geist tötet, nämlich Worte der Lüge, der Unwahrheit, oder? Auf diese Weise müssen wir die Bibel als Maßstab nehmen, um diese zwei Dinge gut voneinander zu unterscheiden. Und noch wichtiger ist das beim Wiederkommen des Herrn, was wir da unbedingt essen müssen. Es gibt da nämlich diese Speise zur rechten Zeit. Und das ist, denn das, was in Matthäus 24 und in der Offenbarung vorhergesagt ist und das, was sich gemäß dieser Vorhersagen in Realität erfüllt hat, die offenbarten Worte, die das bezeugen. Die heutige Zeit ist die Zeit, wo die Vorhersagen erfüllt werden. Jetzt sind es keine versiegelten Worte in Gleichnissen, sondern da die Zeit gekommen ist, sind es geöffnete, offenbarte Worte, die wir unbedingt hören müssen. Und der treue und kluge Knecht, den gibt es noch, der diese kostbare Speise dann verkündigt. Und das ist eben der Hirte der Verheißung, der Überwinder, der neue Johannes, der die Worte dieser Offenbarung bezeugt. Wir müssen also diesen Hirten unbedingt treffen. Als nächstes kommen wir dann zum Sauerteig Gottes. Und das ist eben das, was zu Gottes Gestalt verändert und einem wiedergeboren werden lässt, nämlich die Lehre Gottes, sprich die Wahrheit. Satans Sauerteig hingegen ist das, was uns zu der Gestalt des Teufels verkommen lässt. Das waren Worte der Unwahrheit. Auch das ist etwas, was wir gut erkennen und unterscheiden können müssen. Nehmen Sie weiterhin an den Seminaren teil, die aber jetzt weiter stattfinden, und hören Sie gut zu, dann werden Sie zu Genüge das, was von Gott ist und das, was von Satan ist, gut unterscheiden können. Davon bin ich überzeugt. Die Pastoren und Theologen, die gerade diese Worte hören und auch weiter heiligen, das Ziel und die Hoffnung unseres Glaubens sind Himmelreich und ewiges Leben. Das bedeutet, wir müssen den treuen und klugen Knecht, den Jesus im Neuen Testament verheißen hat, sprich den wahren Hirten treffen und mit den Worten der Offenbarung zur rechten Zeit mit der wahren Speise gespeist werden und unbedingt durch den Sauerteig Gottes verändert werden, dass wir ins Himmelreich gehen können, zu neuen Menschen werden. Darum sollten wir es bemühen. Als nächstes wird dann ein anderer Lehrer von uns dann die nächste Stunde halten. Er wird es noch spaßiger, noch erfrischender, noch klarer machen als ich. Und so hoffe ich, dass Sie auch sich auf nächstes Mal freuen und diese Worte dann auch gut hören. Als letztes wollen wir dann noch von der Bedeutung her, dass wir in Gott und Jesus eins sind, We are one miteinander ausrufen. Das wäre wirklich schön. Wenn ich We are one sage, können Sie Ihren Finger auch so heben und dann wollen wir das gemeinsam ausrufen. Wir sind in Gott und Jesus eins. We are one. Dankeschön. Hiermit wollen wir dann das Zeugnis abschließen und ich möchte zu Gott beten. Vater Gott, wir danken dir und sind dir dankbar. Heute haben wir so eine kostbare Zeit empfangen. Das, was in der Bibel verheißen wurde, durch den treuen und klugen Knecht, lässt du uns durch die offenbarten Worte zur rechten Zeit
leben und dafür danken wir dir. Satan, der Teufel, er möchte dieses Werk von dir, Gott, verhindern und wird zwar deswegen versuchen, mit seinem eigenen uns zu verführen, aber lass uns deine Worte der Bibel, Gott, gut erkennen und unterscheiden, dass wir dann alle zu dir zugehörig werden können. Bitte hilf uns dabei. Und diese kostbaren Worte des Sauerteigers, diese Worte der unterweisenden Lehre, die wir durch den heutigen wahren Hirten bekommen, durch sie wollen wir verändert werden. Das ist unsere Hoffnung, unser Wunsch. Lass uns auf vollkommene Weise nach deinem vollkommenen Bild wiedergeboren werden. Hilf uns dabei. Bitte sei du auch bei den restlichen Online-Seminaren mit uns, dass viele daran teilnehmen und große Gnade bekommen können. Bitte hilf du dafür. Wir danken dir für alles und im Namen Jesu haben wir gebetet. Amen. Dankeschön, dass Sie bis zum Ende zugehört haben. Wenn wir uns den Haupttext anschauen, es gibt sieben Engel, die sieben goldene Schalen bekommen haben und darin sind Worte des Zornes Gottes gefüllt. So steht es geschrieben. Als das dritte Siegel geöffnet wird, da kommt ein schwarzes Pferd hervor. Auf diesem schwarzen Pferd hat der Reiter in der Hand eine Waage, heißt es. In Shincheonji können diese Gleichnisse gemäß der Verheißung Jesu offen bezeugt werden. Warum? Weil die Wirklichkeit der Geheimnisse des Himmelreichs, die in Gleichnissen gesagt wurde, erschienen ist. Es wäre schön, wenn sie die Geheimnisse des Himmelreichs erkennen und von Gott anerkannte Menschen vom Volk des Himmelreichs werden. Ja, wie Sie in dem Film gesehen haben, wird nächste Woche Montag über die Gleichnisse von Gefäß, Waage und Stab ein Seminar abgehalten. Es ist genauso wie heute von der Uhrzeit her, vormittags um 10 Uhr. Deswegen nehmen Sie unbedingt teil, dass Sie alle in das erhoffte Himmelreich hineingehen. Das wünsche ich uns allen. Das Zeugnis über die Gleichnisse und die Realität der Geheimnisse des Himmelreichs, dieses Shincheonji Online-Seminar, das wird hier auf diese Weise über die offiziellen YouTube-Kanäle der Shincheonji Kirche Jesu in der ganzen Welt in 24 Sprachen zeitgleich übertragen. Wenn Sie abgesehen zu den Worten, die Sie heute gehört haben, noch zu der Shincheonji Kirche Jesu oder zur Lehre noch Fragen haben, oder Dinge noch offen sind, können Sie, so wie Sie gerade auf dem Bildschirm sehen können, bei den repräsentativen Nummern nachfragen. Wir werden Ihnen detailliert und freundlich Auskünfte teilen. Ja, dann wollen wir jetzt das Gebet sprechen, das der Herr uns gelehrt hat, und damit den ganzen Ablauf für das heutige Shincheonji Online-Seminar abschließen. Wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Danke an Sie, dass Sie mit dabei gewesen sind.